Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir etwas Post-Game-Stuff gemacht und jetzt machen wir Post-Game-Stuff. Yeah. Ich habe mich weit, weit umgesehen an einigen Orten und habe viele Sachen gefunden, die wir in diesen Part hier attackieren werden. Vor allem so um die optionalen Bosse kümmern. Und ja. Das erste wäre zum Beispiel ein Skit, das irgendwie nur hier auftaucht, und zwar im Southgot Moor vor der Trisolhöhle, ja. Und ja, die Wahrheit hinter Maven. Schauen wir mal. おじさんはいつも赤霊の羽を手伝ってくれたよ。俺には探検家の心得を教えてくれた。とにかく世界中を飛び回ってて。 俺たちに道を示してくれた。うん。それがメイビンおじさんだよね。どんな事情や宿命があっても。メイビンはメイビンだ。スレがスレなようにね。ロゼがロゼなようにだよ。真似すんなよ。そっちこそ。Okay. Weiß ich. Ich habe mich bis zu Level 100 hochgelevelt. Ich meine, der Turtles, der Finster Turtle, zwar 124, habe ich nachgeguckt in meinen letzten Part, und ja, ich habe einige Fähigkeiten hier schon so gut wie hochgelevelt, vollkommen. Und zwar, ich glaube, Normensuche ist jetzt auf 20. Schleichender Schritt muss noch gelevelt werden. Aktionspunktsuche. Er hat, glaube ich, Heilmittelzubereitung hochgelevelt. Sieht immer noch hier irgendwas am Hochleveln. Sie hat noch gar nichts vollständig hochgelevelt. Ma. Wahrscheinlich im nächsten Part zu passieren. So, wir sind ja noch nicht fertig. Und zwar gibt es hier irgendwo einen Normen. Und zwar da oben. Warum zeige ich das eigentlich? Wir gehen jetzt sowieso dahin. Da an der großen Wand. Boah, nur einige waren so mies versteckt. Mir fehlt aber immer noch ein einziger. Ein einziger fehlt mir noch, um alle 50 zu bekommen. Oder was? Eine Truhe. Passt ab, ja. Ein, zwei Ausrüstungsgegenstände sind, glaube ich, auch besser als im letzten Part. Und ja, hier ist der Normen. Vibria. So. Und wir den schon mal. Teria-Gegner, ja. Ja, keine Ahnung. Ist Integrator, der ist, glaube ich, neu. So. Einen haben wir schon mal. Dann gehen wir zum Friedhof von Laster, weil wir machen jetzt erstmal die ganzen Normens. Und ich hoffe, der letzte Normen ist irgendwie einer. Mir ist nicht mal aufgefallen, und zwar gibt es von jeder Dingens hier 5 Stück von jeder Kategorie, sag ich mal. Kann man hier nicht nachgucken, am Speicherpunkt kann man da nachgucken. Da habe ich so ein Muster erkannt, da kann man so ungefähr denken, in welchem Gebiet die so sind. Und zwar, ja, 1, 2, 3, 4, 5, oder das sind ja immer so Spalten hier von den ganzen Fähigkeiten. Und ja, einer so in den letzten Gebieten scheint mir zu fehlen. Und ja, da muss man jeden Level sozusagen 5 Stück haben, weil das ist genau wie bei den Fähigkeiten hier, ist mir so der Zusammenhang aufgefallen. 1, 2, 3, 4, 5, da sind da auch 10 Reihen, also für jedes Zeichen ist ja ein Normen da, also muss ich ja für jedes Level eingeben. Gut, ne? Wie ich so Sachen aufpicke, ne? Ich habe ohne Scheiß nirgendwo nachgeguckt. Ich habe das bis jetzt alles hier nur allein geschafft. Lastumbell, genau. Wir haben nur Notizen gemacht. Ich habe jetzt hier eine halbe Seite mit Notizen und Sachen, die ich gefunden habe, was ich noch mache. Und ja, bin sehr beschäftigt auf Screen. Ich habe, glaube ich, wieder so, weiß nicht, 10 Stunden oder so dazu bekommen seit dem letzten Part, keine Ahnung. Da Bams Vibria, okay, hier ist er nämlich, weiß ich nicht, einfach so Blutte. Gut, nächster ist in Logrin. Der war sehr, sehr
mies versteckt. Zum Glück hatte ich Normensuche. Ohne Normensuche bist du echt aufgeschmissen bei einigen, weil einige waren so unfair versteckt. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. So, Bams. Und zwar hier, guck ich dann an. Meine Güte, Erdangriffskraft. Wo bist du, Edna? Wir haben Teamschild, den habe ich glaube ich aus Cuts Corner kaufen können, nachdem ich den Laden so ein bisschen aufgelevelt habe. Ja, bringt es auf jeden Fall. Ich glaube, er hat 20.000 gekostet, aber egal. So, nächster große Camelot Beck, und der war, als er aufvibriert hat, als ich an dem vorbeigelaufen bin. Ey, ich habe gesucht wie ein Blöder, ne? Ich konnte den nicht finden. Und zwar, wo ist die hier? Ja, da. Das Ding hat vibriert. Ich habe gesucht wie ein Blöder. Ich habe den erst nicht gefunden. Ja, und zwar, wo war der? Irgendwo drinne war der. Ich finde jetzt sogar nicht mehr. Nochmal. Irgendwo drinne war der. Hier, guck ich das an. Wie soll man den denn finden, ey? Alter. Ja, einige Dinger waren ganz schön mies versteckt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja. Nächster Zapfgottmoor haben wir Felshackenjoch. Ja, genauso mies versteckt. Aber ich habe die alle so innerhalb von einer Stunde oder so gefunden. Das hat mich ein bisschen überrascht. Einfach so, ich glaube, da war falsch. Ich habe einfach so, ich habe mich in Gollum, den glaube ich, importen sollen. Ich habe einfach so gedacht, ja, die letzte Session war jetzt nicht so erfolgreich mit Normans Entdeckungen, also was, und dann weiß ich nicht, dann finde ich irgendwie eine Stunde verteilt irgendwie 4, 5 auf einmal. Habe einfach so gedacht, ja, suchst ja einfach spontan irgendein Gebiet aus, wo du nachguckst, irgendwie so bei dem Gebiet habe ich so ein gutes Gefühl. Bei dem Gebiet habe ich ein gutes Gefühl, dann waren die auch noch da. Problem ist, mir fehlt jetzt nur noch ein einziger. Und ich habe keine Ahnung, wo der jetzt sein könnte. Na hier, guckt euch das an. Wie versteckt sind. Gibt's doch nicht. So, dann noch im Ritschwagwald. Bams. Warum ist das die Thema so laut? Übrigens, Zavet müsste glaube ich der stärkste Charakter im Spiel sein. Ich meine, guck ich mal den seine Werte an. Verteidigung 1130, 752 Angriffskraft. Die meisten AP, 461 Fokus, okay. Fast die meiste Art Verteidigung. Der Typ ist voll imbar. Weiß gar nicht wieso. Ich will den gar nicht so auf Verteidigung hochballern, aber egal. Mach ich aus dem Tank halt. Bei Edna gehe ich jetzt mehr so auf Angriff, habe ich das Gefühl. So, Ritschwagwald, wo war der? Weil ich habe erst voll aufgegeben, ja, alles so 100%ig zu lösen. Aber jetzt habe ich doch wieder so ein bisschen Hoffnung. Jetzt, wo ich wieder so viele Sachen gefunden habe. So, ja, gute Frage. Was habe ich? Welcher Hackwald Südwesten? Westen. Ach ja, okay. Schon wieder ein paar Tage her, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau. Ah.
Angst hat ausgerechnet dann immer so ein blöder Golem. Also boah, ich kann mich da nicht porten. So ein blöder Titan-Golem, Gold-Golem, was auch immer auftaucht. Wenn mich dann wieder, weiß nicht, ein paar Minuten auffällt. Bei Training brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Ich hoffe, mit Level 100 schaffe ich so einige optionalen Bosse. Also, es fehlt noch die Aragami aus dem God Eater DLC, welche ich ja hoffentlich schaffen müsste. Der Finster Turtles und Eisen. Plus vielleicht Bosse, die ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Mal gucken. Von der Alicia DLC, das kommt ja auch jetzt irgendwann danach. Will ich auch mal gucken, wann ich das mache. Das soll ich ja nach der Story spielen. Ich glaube, da eine Ecke war das. Naja, das ist der eine, von dem ich mir so gedacht habe, wie konnte ich den übersehen? Da guckt euch das an. War der. Der war wirklich unschwer zu übersehen hier. Lind war. Fähigkeiten gegen Dach. Er könnte doch gegen Eisen gut nützen. Okay. Damit hätten wir schon mal alle Normans. Bis jetzt, die ich gefunden habe. Nein. Wir haben jetzt. Wo sind sie? 49. Ich habe noch ein einziger und das kotzt mich jetzt an, dass ich ihn nicht gefunden habe. Ich weiß auch nicht, wo der sein könnte. Warte mal. Nein, Speicherpunkt. Wenn der letzte Norman ein Level 10er Norman ist, dann könnte ich den so, weiß ich nicht, im letzten Gebiet nur so suchen. Oder vielleicht ist er auch in der Katzkorner, weil ich kann diesen mittleren Bereich nicht betreten, weil er der Finster-Turtles auf uns wartet. Das ist so meine Hoffnung, da irgendwie so. Ich habe auch zwei Entdeckungen noch gemacht. Und ich denke mal, uns fehlen nur noch drei. Deswegen hoffe ich, dass in der Katzkorne die verbleibenden Sachen alle sind. Sonst kriege ich Probleme. So, gucken wir mal. So, Level 10er fehlt. Das heißt, hoffentlich ist der letzte in der Katzkorne. Bluff. So, Entdeckungen. Ruinen an Mabinogio. Wo war das? Das war auch ein bisschen offensichtlich, aber habe ich irgendwie verpasst. Wobei ich mich frage, konnte ich das schon von ganz Anfang an? Hier ist blöd. Die Gegner, die treffen mich von hier aus immer. Ist mal irgendwo anders. Hier von Elysia. Ja, blöd ist. Gegner, hier sind. Ich habe ja keinen Bonus hier von meinen Herrschaftslandes, deswegen kann ich nicht schnell rennen, deswegen tun mich die ganzen Gegner alle aufhalten. Weil mich einholen können. So. Aber ich nehme mal an, die Entdeckung konnte ich erst am Ende machen, also nicht am Anfang des Spiels, weil mir fehlen noch so, weiß ich nicht. Die letzten Entdeckungen fehlen mir noch, nicht die ersten, also kann das ja irgendwie nicht sein. Und ich habe endlich auch die Entdeckung gefunden, welche so zwischen der Wiese des Triumphes und den Perlaffenwald sind. Weil ich wie blöde immer gesucht habe. Okay, du musst mir jetzt nicht deinen Hintern so entgegenstrecken, Rose. So, hier. Und zwar Bams, strenge Donnergott-Statue. Und hier ist sogar noch ein Skit, Statue des Donnergotts. マビノギを遺跡の祭神だと。名前は分からないけど。これは前代様ですが。What?俺がジージ?かつて前代様は厳しさと加護を合わせ持つ雷神として人々の尊崇を集めていた時聞いています。そうか。僕たちが遊び場にしていたのはジージの神殿だったんだな。Okay. Cool.
dachte jetzt vor einem Moment, hier wäre der Norman gewesen. Ich habe irgendwie was Rotes gesehen, dachte ich. Hier könnte ja auch noch ein Norman sein, weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken, ob ich irgendwann finde. Ich glaube, hier bin ich auch durchgerannt. So. Dann müssen wir zum Patinawald, nördlich. Keine Ahnung mehr, wo das war. Warte mal, das ist auch ein Speicherpunkt da unten gewesen. Konnte ich mich nicht da ein? Egal. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was wir noch machen sollen. Aber die ganzen Sachen, ich will jetzt nicht extra noch irgendwie einen Boss oder so anfangen. Das können wir im nächsten Part machen. Oder noch was anderes. Ich habe noch was gefunden. Aber nee, ich habe hier noch so zwei Sachen, die ich gefunden habe, die wir noch machen können. Patinawald, aber erstmal. Wo ist er? Wird er überhaupt so genannt hier? Warte. Ich bin blind. Ja, so wie dieses Triumphes. Ich glaube, da kann man sich auch gar nicht hinporten, ne? So. Patinawald nördlich. Okay. Sollte mir echt irgendwie bessere Notiz machen. Irgendwie zu kurz und knapp. Ich glaube, ich weiß ungefähr wo. Die Klappe, ich will hier nicht bleiben. Ich gehe kurz durch und dann sind wir durch. So, hier war das, glaube ich. Da oben. Klammwaldkaninchen. Und kein Skit natürlich. Ach ja, ich habe die Kamera mal ein bisschen umgeändert. Damit wir irgendwie so eine Third-Person-Sicht jetzt haben. Weil ich muss mal die Kamera irgendwie so umstellen. War vorher so und dann habe ich so nach unten und nach links gemacht und weil nicht. Irgendwie finde ich das voll dynamisch, deswegen lasse ich das mal so. Ja, gucken wir mal Entdeckungen jetzt nach. Strenge Donnergottstatue. Da muss irgendwas hier zwischen noch sein. Da müssen wir ja hoffentlich alle haben, oder? Also Mekio und Mabinogio irgendwie so in der Nähe. Aber ich sage, hat mir da noch ein Ort, ich nicht eigentlich finden müsste, der noch fehlt. Hat keinen Sinn gemacht. Egal. Dann habe ich noch so Kleinigkeiten gefunden. Und zwar in Logrin können wir mal kurz was essen gehen. Dann kommt ein Skit, nämlich wie ich herausgefunden habe. Da haben wir mal gedünnten Kaktus essen. Mach mal das mal. Nein. Ich habe auch alle anderen Rezepte ausprobiert, ob da irgendwas passiert, aber anscheinend nicht.僕ならやはり学業上司だろうな。ライラはかなり安全かな。そうですよね。俺は縁結びかな。もちろんいい女と俺様に。私は無病息災かしら。え？意外。そうでもないわ。今まで何度も雷に直撃されたり、レイホルクの頂上から転げ落ちたり、土砂崩れに巻き込まれたり。 タンスの角に足の小指をぶつけたり、喉に魚の小骨が引っかかったりしたけど、こうして無事でいるもの。すげえ！一部すごくないけど、大筋すごい！エドナって運がいいんだな。不思議なほどにね。だから、ドラゴンになったお兄ちゃんの近くにいても、死ななかった。偶然ってわけじゃないかもだな。あ、オッケー。 Ach, warum muss er wieder traurig werden? Warte, aber hat jetzt irgendwie nichts mit Kaktus zu tun. Also, ich
meinte aber irgendwas anderes. Ja, sag ich doch. Oder auch nicht. Keine Ahnung. ノーミン。オッケー。レッツノーミン。ウヌラが打弱と判断するのみ。なんじゃこりゃ。呼び出しだ。火の試練神殿に来いって。あからさまに喧嘩売ってやがんな。誰なんだ相手は。気になるわね。迷惑の時っていうのが。珍しいじゃないか。女の勘かもね。わかった。 Okay. Sind mir aber irgendwie mehr so Sachen, die glaube ich nicht irgendwie was mit Kaktus zu tun haben, deswegen nehme ich mal an, kommt immer noch ein Skill. Ja, genau, wollte schon sagen. Na gut, sind wir noch mal weitergekommen, haben irgendwas entdeckt. ほんと人間って大変ね。食べないと生きていけないのに、食べるものがないなんて。だからこそ知恵を絞って生活する必要があるんですわ。天族だってそうです。結局のところ天族だけの力で生きているわけじゃありませんし。そうだね。お互い必要な存在なんだから、協力し合える関係が自然に築けるといいんだけど。Was hat das mit Kaktus zu tun? Ich meine Kakteen. スレイトの生活が当たり前だったからな。 あんまり意識したことなかったけど、きっと昔はそれが普通だったんじゃない？そうですわね。また昔のような関係を取り戻せるといいのですけれど。そのために俺たちが頑張らないとだね。Gefühl, dieser Brief hat irgendwas mit den Normen zu tun. Weiß ich nicht. Oder letzte Normen irgendwie sowas. Nicht mehr vorstellen. Na, kommt noch irgendwas? Ja, nein, okay. Gut, dann machen wir uns noch auf dem Weg nach Damensee zu dem letzten Teil, was ich gefunden habe. Was glaube ich vorher nicht da war, aber es ist da. Deswegen gehe ich dahin. Ja. Dann ist es auch schon zu Ende. Eine Menge entdeckt, ehrlich gesagt. Wir haben so einen neuen Hinweis bekommen, wo wir als nächstes hingehen können. Rose, aha, na ja, da, also soll ich da auch auswendig wissen. Na, Windschreiten finde ich gut, das ist eine gute Fähigkeit. Bisschen schneller ist das recht gut. Während eines Let's Plays, so. Habe ich was vor Alishas Haus gefunden, also nicht vor Alishas Haus, aber in der Nähe von Alishas Haus, und zwar eine Mini-Truhe. Was ist da drin? 30.000 Gold, das war irgendwie nicht so das, was ich gedacht hätte, aber okay. Waren die schon immer hier? Keine Ahnung, ja, das ist nicht so gemacht. Jedenfalls würde ich dann sagen, ich beende den Part hier. Wir haben einige Aufgaben. Wir können, glaube ich, als nächstes zum Feuerschrein gehen. Gucken, was es mit dieser Nachricht auf sich hatte. Ich jedenfalls sage dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.